Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Michaela Rödel. Ich arbeite als Beraterin und Coach für hochsensible Menschen in Burgthann bei Nürnberg und online. Und ich habe dieses Buch geschrieben, Du darfst hochsensibel sein. In diesem Buch geht es ganz viel darum, wie wir uns selbst wertschätzen können, wie wir gut mit Stress umgehen können und glücklich mit unserer Hochsensibilität leben können. Ja, die Frage der Fragen, welcher Beruf ist der richtige für mich? Ganz viele hochsensible Menschen haben Probleme, Herausforderungen, vor allem im beruflichen Kontext. Und es ist auch einfach schwierig und das liegt an verschiedenen Faktoren, warum es schwierig ist für hochsensible Menschen, einen guten Beruf zu finden. Und deswegen habe ich heute Berufe für dich vielleicht auch, die für hochsensible Menschen einfach gut geeignet sind. Zu Beginn möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass es natürlich nicht den perfekten Beruf gibt für den hochsensiblen Mensch, weil jeder anders ist, jeder auch seine Stärken und Fähigkeiten ein bisschen woanders hat. Deswegen ist es natürlich jetzt kein Patentrezept. Erster Hinweis und zweiter Hinweis. Wichtig, dass wir als hochsensible Menschen glücklich mit unserem Beruf sein können. Das machen vor allem zwei Faktoren aus. Also zum einen ist es der Beruf an sich, also welchen Beruf habe ich, welche Tätigkeit, welchen Inhalt praktisch mache ich. Und das andere sind die Rahmenbedingungen. Und da sind natürlich für Hochsensible auch bestimmte Rahmenbedingungen besser und schlechter, ne? Also viele fühlen sich mit Teilzeit sehr wohl, weil Vollzeit einfach zu viel ist. Na, dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wie lang ist der Arbeitsweg, wie ist das Büro zum Beispiel gestaltet, wie sind so diese Rahmenbedingungen. Ne? Also das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, der dazu kommt. Aber heute in dem Video soll es vor allem darum gehen, welche Berufe konkret für Hochsensible gut und passend sind. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir erstmal schauen, was sind denn so Stärken und Fähigkeiten von hochsensiblen Menschen, denn darum geht es ja, ne? Darin, in diesen Stärken und Fähigkeiten zu arbeiten, die zu nutzen und auch was zu machen, was uns Freude macht, was wir gut können. Dass wir nicht überfordert und auch nicht unterfordert sind. Genau. Also, als erstes sind natürlich soziale Berufe so das, ja, wo sehr viele hochsensible Menschen drin arbeiten. Und das liegt natürlich auf der Hand, weil hochsensible Menschen einfach sehr sozial orientiert sind, sehr empathisch sind, ne? Also die können sich gut auf Menschen einstellen, können gut erspüren, was brauchen die, wie kann ich denen gut helfen, können gut zuhören, sind fürsorglich, haben da so ein Feingefühl. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Berufe, also im medizinischen Bereich, im therapeutischen Bereich, im ja, sozialen Bildungsbereich, also alles, was so mit Menschen zu tun hat. Was jetzt eher nicht so gut ist, sind so Lehrerberufe, also gerade so an der Schule, ne, weil das, da kommen Hochsensible nicht so gut klar, weil es einfach vor so einer Klasse sehr viel ist, weil man keine Pausen hat, also das ist so sehr stressig. Aber es gibt ja auch noch zum Beispiel Berufsschule oder ja, Erwachsenenbildung oder so. Genau. Was wichtig ist im sozialen Bereich, wenn du als hochsensibler Mensch mit anderen Menschen arbeitest, dann ist es ganz wichtig, dass du dich gut abgrenzen kannst. Von dem Leid der anderen, ne? Weil das ist ja auch was, wenn man zu viel Empathie hat, dann wird man da oft so mit reingezogen in das Leid der anderen. Und natürlich auch so von den Grenzen her, also dass man auch Nein sagen kann, dass man nicht über die Grenzen geht, dass man nicht noch mehr gibt, als man eigentlich kann. Also zum Beispiel in der Pflege, ne? Oder so, wenn man da arbeitet, das sind natürlich die Strukturen auch oft schwierig, dass man viel Stress hat, schnell Dinge erledigen muss, keine Zeit hat für die Menschen und dann sagt halt der alte Mensch vielleicht, ach, könnten Sie nicht das noch und eigentlich hat man Feierabend und eigentlich ist man schon total fertig, aber weil man so ein gutes Herz hat, sagt man ja natürlich und macht dann in seiner Freizeit vielleicht noch Sachen oder so, ne? Also das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist im sozialen Bereich, wenn man da arbeitet, dass man lernt, sich abzugrenzen, Nein zu sagen, gut für sich zu sorgen. Zweitens,
Kreative Berufe. Da fühlen sich Hochsensible wohl, wenn sie vor allem Freude haben an Kreativität. Also das kann Musik sein, Malerei, auch Schreiben, ne, also alles so kreative Sachen in den unterschiedlichsten Formen. Da liegen Stärken und Fähigkeiten von hochsensiblen Menschen. Dann Nummer 3, Natur und Tiere. Das mögen Hochsensible sehr gerne und sind da auch ja, an Pflanzen interessiert, an Tieren sehr fürsorglich, also vielleicht so Tierpfleger oder Landschaftspfleger, Gärtner, irgendwie sowas mit Natur ist auch sehr gut geeignet. Viertens, der Bereich Forschung. Hochsensible sind auch sehr interessiert, was hält die Welt im Innersten zusammen, wie hängen die Zusammenhänge zusammen? Also was steckt hinter den Dingen? Warum ist es so? Und denen auf die Spur gehen und auf verschiedenen Ebenen denken und also so forschen auf den verschiedensten Bereichen, das ist auch was für Hochsensible. Und als letzten Punkt, ich habe es mal so Rechnungswesen genannt, was das natürlich nicht trifft, aber damit meine ich so eher so strukturierte Berufe, also so IT, vielleicht so Steuerberatung, also wo man so mit Zahlen und Fakten zu tun hat, Informatik, ne, solche Geschichten, da fühlen sich auch Hochsensible sehr wohl. Das sind Strukturen, das sind Verlässlichkeiten, da können sie so in ihrem Rahmen arbeiten. Manche Hochsensible fahren auch gut damit, mehrere Bereiche zu kombinieren, also in einem Beruf, dass man aus mehreren Bereichen was hat. Also dass man zum einen zum Beispiel einen Kundenkontakt hat, also so eine soziale Komponente, und zum anderen sowas am Schreibtisch für sich in Ruhe zu arbeiten. Oder manche haben auch zwei Berufe, um da einfach eine Abwechslung zu haben, weil hochsensiblen Menschen wird es auch schnell langweilig. Ne? Also es muss auch irgendwie spannend sein und es muss auch einen Sinn haben, was wir machen. Also das ist auch ganz wichtig. Hochsensible Menschen können nicht stupide einfach irgendwas machen, wo sie keinen Sinn drinnen sehen. Und wenn du gerade an der Stelle bist, dass du nicht weißt, wie soll es beruflich mit mir weitergehen, was soll ich machen, das passt nicht, das überfordert mich, dann ist es ganz wichtig, also hör auf dein Herz. Ne? Schieb die Konventionen, das, was andere denken, was du mal gehört hast, irgendwie weg, sondern es ist ganz wichtig, dass das, was du machst, zu dir passt, zu deinen Stärken, zu deinen Fähigkeiten, und dass das, was du machst, dich wirklich erfüllt und dass es im besten Falle sich gar nicht wie Arbeit anfühlt. Und verlier den Mut nicht, bleib dran, glaub an dich, also wirklich auch an dich als hochsensiblen Menschen, weil Hochsensibilität ist keine Schwäche, ist kein Manko, sondern das ist eine ganz, ganz tolle Wesensart, und damit gehen ganz, ganz viele tolle Eigenschaften einher, die auch am Arbeitsplatz, am Arbeitsmarkt total wichtig und bereichernd sind.